letzten Video. War es wirklich schlimmer, Journalist zu sein als Soldat? Es war anders. Und so geht es weiter. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Company of Heroes 2. Ja, diesmal leider wieder keine Intro-Cutscene oder so, aber egal, legen wir einfach los. Wir sind jetzt hier in Lublin. Lublin wahrscheinlich, also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Juli 1944, Lublin, Polen. Jetzt habe ich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, irgendwie viermal falsch wiederholt, aber egal. Ich wünsche euch wieder viel Spaß, mir viel Erfolg. Legen wir los, ab geht's. Ja, da ist man einen soliden Unfall gebaut. So. Und nu? Lublin ist die letzte deutsche Festung zwischen uns und der Weichsel. Okay. Sobald wir Lublin einnehmen, haben wir freie Bahn nach Warschau. Unser Hauptziel ist das deutsche Hauptquartier im Lubliner Schloss. Partisanen berichten von Sowjetsoldaten, die dort gefangen gehalten werden. Natürlich werden wir nicht einfach am Schloss vorfahren können. Feindliche Truppen sind überall in der Stadt. Erwarten Sie Infanterie und Waffentrupps hier in der Stadtmitte, sowie schwere Panzer in den Feldern hier und Artillerie im Nordosten. Sobald wir die Außenbezirke gesichert haben, bekommen Sie das ISU 152. Benutzen Sie es, um das Schlosstor zu durchbrechen und unsere Kameraden zu befreien. Okay. Habe ich alles so halbwegs aufgenommen und verstanden. Wir müssen die Deutschen ohne schwere Panzerunterstützung zum Rückzug zwingen. Räumen und erobern Sie die Gebiete im Umfeld des Schlosses. Okay. Und diesmal haben wir schon alle Gebäude da, so wie es aussieht. Also, er hat gesagt, hier wird, also ich bin jetzt gerade Minimap, hier wird irgendwie alles voll mit Infanterie sein. Dann hier ist viel Artillerie und hier ist ein Panzer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wahrscheinlich, dass wir eher was gegen Infanterie bauen, also eher Sniper und MGs und so weiter, würde ich sagen. Machen wir das erstmal, bauen wir erstmal ein MG und dann noch einen Sniper vielleicht direkt danach, würde ich sagen. Da würde ich ja wieder einen Sniper auch wieder hier reinhauen wollen. Das klingt natürlich dann auch interessant, weil wir dann, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, so eine tolle Special-Waffe bekommen und dann hier die Festung dann weghauen können oder das Schloss, dass wir da hinkommen. Schauen wir mal, ich bin gespannt auf jeden Fall. Legen wir erstmal los und belegen erstmal den Spaß hier. Wir so eine Selbstfahrlafette. Ja, okay. Was haben wir hier? Leichter Panzer. Ich hasse das, wenn wir von jeder Einheit irgendwas haben, ey. Das ist immer super, sie zu belegen. Ja, machen wir mal auf die 1, machen wir mal auf die 1. Ah ne, wisst ihr was? Oder wollen wir... Ah ne, ich würde schon gerne einen Sniper wieder nehmen und den hier auf das Kettenfahrzeug hauen, um ehrlich zu sein. So, Sniper bauen wir auch gleich mal noch. So. MG haben wir hier. Leichter Panzer. Alter, ach, die belege ich jetzt einfach mal nicht, würde ich sagen. Das machen wir dann so irgendwie. Wenn wir hier noch den Sniper draufhauen, dann machen wir den Spaß mal auf die 3 einfach. So, gucken wir mal. Na kommt, Leute. Okay, und wir müssen uns jetzt also wirklich erstmal hier durchkämpfen überall, alles weghauen und dann bekommen wir dann sozusagen diese eine Waffe da und dass wir dann in die Mitte kommen. Davor brauchen wir das also noch gar nicht antanzen, weil wir dann noch quasi nichts reißen können. So, Sniper ist auch fertig. Schauen wir mit hier. So. Müsste eigentlich ziemlich schnell gehen jetzt hier, die erstmal wegzuhauen. Jetzt bauen wir gleich. Warum noch so einen Halbkettentransporter? Nee, bauen einfach noch einen Sniper. Und danach brauche ich noch einen MG wahrscheinlich. Oh, die haben ja Scharfschützen. Oh, nicht so weit vor! Meine Fresse, wie ich das hasse. Weg mit euch. T. Mach hin, mach hin, mach hin. Das wird übel hier. Muss ich mal die Panzer drauf schicken jetzt. Hätte ich schon mal eher machen sollen. Jetzt machen wir mal B. Schieß mal noch hier drauf. So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. So, ab geht's. Wo ist ein Sniper hier rein? Den haben wir erstmal wieder hoch, den hier. Das MG kommt auch wieder zurück. So, mit dem Panzer müssen wir doch gut hier aufräumen können eigentlich. Achtung, die haben ja Panzerkanadiere, muss man ein bisschen aufpassen. Was ist denn das hier wieder? Aufklärungsmodus, okay. Naja, sieht gut aus. So, mit denen können wir jetzt auch ein Stück vor. Dann hau ich dann auch gleich noch den zweiten Sniper jetzt hier rein. Komm schon mal vor. Also hier wird nicht mit der Action gespart, hier geht's sozusagen direkt los hier.
So, den mal noch weg hier. Muss man natürlich wieder aufpassen, ein bisschen vor Granaten. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die KI sich ziemlich zurückhält, was Granaten angeht. Gerade gegen irgendwelche halb leicht gepanzerten Fahrzeuge, wo das noch gut Sinn machen würde. Ah, das geht schon gut ab hier. Ein Stück zurück. So, der zweite Sniper schicken wir immer hier rein. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. So, jetzt haben wir da zwei Sniper drin, ne? Das dürfte schon mal gut was bringen. So. Können wir noch ein MG bauen? Ja, dann machen wir mal. Ja, machen wir mal das auch auf die 4, weil die sollen ja sowieso mal ein bisschen weiter hinten sein. Machen wir mal so. So. Jetzt haben wir beides auf der 4. So, dann gehen wir schon mal ein Stück weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Schweres MG, ne? Das nehmen wir auch gleich noch ein. Nehmen wir die mal, heilen das mal hoch wieder. Die auch bitte. So, wenn der geheilt ist. Die können wir jetzt auch wieder heilen. Wir sind doch gar nicht mehr in unserem Lager, oder? Ah, ne, sind wir noch, wie es aussieht. So, nehmen wir die MG bitte. Was haben wir hier wieder? Angriffsflugunterstützung. Fliegt über das Schlachtfeld. Was ist denn hier? Okay, baut mal auf bitte. Ihr werft mir noch eine Granate rein und dann werde ich die mal noch verstärken hier. Den Rest haue ich auch mal hier drauf. So, hier, komm mal vor. Machen wir noch B. Okay, die rennt gerade weg. Machen wir so hier. Vielleicht der Panzer auch noch vor. So. Ach, kann ich die nicht zusammenlegen hier? Na egal, machen wir so einfach. Heilen wir nochmal. So. Komm auch mal her. Ja, denke ich auch. So, den Pionier, wie viel Muni haben wir? Leider nicht genug, dass wir da Flammenwerfer draus machen können. Was gibt es? So, aber während wir uns jetzt hier langsam vorkämpfen, können wir mal weiter Einheiten bauen. Na gut, Bevölkerungslimit haben wir diesmal 100, aber ein bisschen was kann man noch bauen auf jeden Fall. Aber viel mehr Infanterie würde ich dann gar nicht bauen wollen. Wenn dann viele Panzer kommen. Die Stalinorgeln, können wir die wieder bauen dann? Sieht nicht so aus, ne? Scheiße. Ja, dann müssen wir halt dann diese Packs bauen. Da würde ich sagen, dann bauen wir jetzt erstmal nichts mehr und bauen dann diese Packs, sobald das geht. Dass wir dann auch den Panzern was entgegenzusetzen haben. Gegen Infanterie haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Gerade wenn da schwere Panzer kommen, Leute. Am besten 5 Tiger oder so. Ich erinnere mich ja gerne an die, ich glaube, die vorletzte Mission zurück, wo ich dieser scheiß komische Kackpanzer da. Aber wenn er gegen uns kämpft, ist er ja dann plötzlich wieder super effektiv erscheint, weil die KI dann irgendwie besser mit dem umzugehen weiß. Ich weiß es nicht. Oder weil er einfach stärker ist. So, kommen wir weiter vor. Haben wir denn jetzt hier alle? Ich habe immer noch nicht so ganz den Überblick. Ja, den müssen wir auch mal noch irgendwie. Ja, dann machen wir den auch noch auf die 1 einfach. So. Haben wir unsere vordere Front. Machen wir die Pioniere, weil die will ich nicht verlieren. Machen wir mal auch auf die 4. So. Es gefällt mir sogar fast besser, das so zu machen, je nach wie weit ich die weg haben möchte vom Gegner. Und die 3 will ich ja weit weg vom Gegner haben. Pioniere auch. So, da kommen schon wieder welche. Oh, schießt man drauf hier. Aber ich denke, das Halbketten-Transporter-Ding, das ist ganz effektiv mit den zwei Snipern. Na komm, Leute, also da könnt ihr doch mal ein bisschen besser treffen, oder? Sniper, schießt ihr auch mal? Schießen die überhaupt, wenn die da drauf sind? Ja, tun sie. Okay, gut. So, dann bauen wir mal noch jetzt hier diese... Ne, wir bauen die Dinger. So, die machen wir dann auf die 5, wenn sie rauskommen. So, machen wir mal weiter. Muss man natürlich jetzt immer Step by Step machen. Können natürlich mit dem auch einfach ein bisschen scouten. Scout mal mit dem lieber, das gefällt mir immer besser. Da sind welche drinne. Was haben wir denn hier? Oh, Sniper. Zurück. Ihr dürft drauf schießen. Panzer lassen wir auch hier. Ihr geht hier hin. Ihr geht mal zurück. Ah, den Panzer habe ich halt auch da jetzt belegt. Das ist scheiße. Gehen wir hier drauf weiter. So, das war's. Überraschung. Da unten. So, hier sind auch welche. Okay, dürfen wir aber nicht zu nah ran, weil das waren, glaube ich, Panzergrenadiere. Oh, hier haben wir eine Pack. Weg, weg, weg. Pack, okay. Die stand hier ungefähr. So, machen wir so. Und so. Hier haben wir wieder Grenadiere, die Sniper schaffen das schon. So, du kommst auch ein Stück vor wieder. Und gehst, bauen wir erstmal so auf hier. Ja, das ist schon effektiv hier, das bringt's voll. Der flüchtet auch schon. Ja, ihr müsst natürlich auch treffen, Leute. Ja, dann baut mal hier die MGs so auf irgendwie.
Und so. Da, wir müssen abrücken. Ah, ich hätte lieber die deutsche MG. Ah, die haben ja auch eine, ne? Ja, die ist viel besser. Ich weiß gar nicht, ob die Sowjetischen da ein bisschen mehr Damage machen. Ich denke mal schon, aber halt nicht sehr viel mehr. Zumindest war das mal mein Eindruck im Multiplayer gewesen. So, gute Pack ist auch fertig. Mal her. Ui, wir haben also gut verloren hier. Hier, weg mit euch. Wo ist denn unser Fahrzeug? Hier, komm mal her. Die Pack ist ja down. Ah, hier ist ein Sniper drin, alles klar. Okay, dich baue ich auch mal ab. Alles klar, guckt, jetzt kam das Fahrzeug in die Nähe und jetzt können wir die wieder heilen. Also liegt das doch an dem Fahrzeug. Was ist denn das für ein Halbkettentransporter? M5. Der ist es nicht. Der hier ist das, Leute. Das muss ich mir mal merken. Der ist also bei den mittleren Panzer und bei dem leichten Panzer und so dabei. Ja komm, das schafft er schon. Da muss ich die nämlich gar nicht zurückschicken, sondern kann die da immer heilen jetzt. Müsste zumindest jetzt wieder gehen. Das ist natürlich geil, auch für Multiplayer dann die Fähigkeit. Das ist richtig nice. Panzerabwehr hier. Das ist natürlich jetzt das Problem so, dadurch, dass man halt immer die Sowjets spielt, gehe ich ja fast davon aus, dass man Multiplayer sehr oft auch gegen Sowjets spielen wird und fast nie gegen Wehrmacht, ich weiß es nicht. Wobei, Wehrmacht gegen Wehrmacht liegt, ist glaube ich gar nicht bei Random Matches, das geht glaube ich gar nicht, keine Ahnung. Das geht nur, wenn man das selber definiert, das Spiel. Aber, ja, also können wir, also Sowjets wird auf jeden Fall mal spielen im Multiplayer, aber die Deutschen, irgendwann soll ja die Kampagne danach gereist werden. Und dann werde ich natürlich dann auf jeden Fall auch spielen und dann kann man da auch mal ein bisschen mehr reinkommen. Aber mir gefallen die Sowjets immer besser von dem, was die können. Die haben halt viele so Kleinigkeiten, die schon geil sind auf jeden Fall. Gerade das hier mit dem Heilen ringsrum um dem M5 ist richtig nice. Das machen wir jetzt hier auch nochmal schnell. Schon wieder ein Sniper. Okay, schnell hin. Ihr fahrt mal weg hier. Mach mal hier hin. Die können auch schon wieder heilen. Ah, das ist richtig cool, die Fähigkeit. Also in dem M5 muss man merken, also der ist Pflicht, den muss ich jetzt immer haben. Sobald es geht. Weil das spart auch einfach mal super viel Zeit, weil ich muss die Einheiten nicht immer erst zurückschicken. So, hau die mal weg hier. Oh, da ist Panzergrenadier. Mit Panzerschreck. Können wir höchstens gucken, dass die Sniper die vielleicht down bekommen. Ah, da gehen sie raus, ja. Ich fahre mal ein Stück vor. Ja, komm, aber ihr seid doch erstmal safe. So, Sniper, schießt ihr? Muss doch reichen. Nein, nicht rausgehen. Ja, komm auch mal raus. So, du fährst mal zurück. Ah, die sind ja nicht so richtig safe. So, okay, die flüchten schon, alles klar. So, können wir die auch heilen hier in der Nähe? Wenn sie wollen, dass ich dahin gehe. Gerade nicht so, wie es aussieht. Ich werde gebraucht. Wie gesagt, wenn da mal ein ganz kleiner Ruckler drin ist, wie jetzt gerade eben, nicht wundern, ich tue gerade Let's Play-Folgen, alles was ich da habe und so auf eine andere Festplatte rüberhauen. Aber ich denke, das ist so im Rahmen, dass es jetzt nicht weiter stört. Sollte es schlimmer werden, dann würde ich es halt wieder abbrechen, aber momentan geht es eigentlich noch. Also wenn es mich beim Spiel nicht stört, dann dürfte es eigentlich auch beim Zuschauen absolut in Ordnung sein, denke ich. So, okay, eine so eine Pack haben wir schon, ne? Bauen wir mal noch eine. Ah, schade, ich würde halt super gerne wieder die Stalin-Orgeln bauen, das geht aber leider nicht. Da. So, weiter. So, schicken wir die erstmal wieder vor. Wow, wo denn? Haut ihr mal fix weg hier. Ey, so krass, wie viele hier sind. Alles lang läuft ja ganz gut so. Schicken wir die erstmal wieder vor. Dann geht's, bauen wir erstmal schon mal auf, just for fun. Schaden kann's nicht. Feinde enthüllt. Das ist natürlich super effektiv, gerade gegen die Verschanzten hier. So, nehmen wir mal gleich noch die Mörser. So, B, hier drauf. Das ist ein V. Positionsschlag. Ah, die haben auch Sperrfeuerwaffe. Probieren wir mal aus. So, B. Das waren jetzt die Mörser, oder was? Und das kommt jetzt von der Lafette. Also der Mörser, geil. Cool, coole Fähigkeit. Liegt das daran, dass der Veteran ist? Wahrscheinlich, ja. Cool. Ja, die haben auch keine Chance. Wir müssen halt nur aufpassen, dann spätestens dann oben kriegt das nichts mehr dann, weil dann haben wir Panzer dann hier. Wow. So, die Oma noch weg. Währenddessen gehen wir mal weiter vor hier. Dann gehen wir hier hin. Und geh es so aufbauen erstmal. Oh, das ist ein MG. Okay, dann bleibt ihr mal noch weg hier. So, schießt mal hier drauf. Auch Sniper bitte. Und die ist auch noch aufbauen.
Ja, ist ja gleich down. So, sieht gut aus. So, jetzt haben wir zwei Packs. Wir könnten noch ein bisschen was bauen. Die Frage ist natürlich dann, was? Mittlere Panzer vielleicht, hä? Also ich bin... Naja, ich bin hin und her gerissen, weil ich bin der Meinung, wir sollten mehr gucken, dass wir was bauen, was gut gegen Panzer ist. Aber noch mehr Packs bauen will ich auch nicht wirklich. Na, wir warten mal ab. Wir lassen das jetzt erstmal so und überlegen uns dann, was wir noch bauen können. Die MG würde ich auch gerne aufheben. Ja, da haben wir schon wieder so viele MGs. Und das ist das, was ich schon mal erzählt habe hier. Die haben diese feuern die panzerbrechende Brandgeschosse. Das ist cool. Das können alle, wie gesagt, nur die deutschen MGs. So, den können wir da wieder... Jetzt können wir den nicht heilen. Wenn wir den jetzt hierher fahren. Wie jetzt? Der ist ein Pionier. Na ja, gut, aber... So, können wir den jetzt heilen? Jetzt können wir heilen. Sehr geil. Machen wir mal. Ich mal näher ran. Das reparieren am besten mal schon mal. So, die holen wir auch mal alle ran hier. So, und du reparierst. Während er repariert, können wir den auch heilen. Das ist quasi eine Win-Win-Situation für den Pionier und für das Halbkettenfahrzeug, für das M5. Ach, ich nenne das einfach M5, das ist leichter. Das klingt auch dann viel professioneller, als würde ich mich auskennen hier in dem Spiel. So, Stoßtrupp, ja, die sind ja immer ein bisschen näher nicht so toll. Die haben halt hier wieder diese Handgranaten, aber da hebe ich mit denen lieber das MG auf, oder? Hey, mach ich das? Ja, mach mal. Ah, wir haben nichts mehr zum Zusammenlegen, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Dann heilen wir es halt beide. Okay, dann schicken wir jetzt mal ganz gechillt das Halbkettenfahrzeug hin. Es wird zwar ewig dauern, dass die Pionier hier mal was down haben, aber da kommen schon wieder welche. Ah, die rennen ja voll in die MGs rein. Das halt jetzt gar an den deutschen MGs. Die haben halt so einen geilen Riesenbereich. Den kannst du auch schießen. Nehmen wir mal noch die Mörser. Versuchen wir mal so einen Präzisionsschlag. So. Ja, ja, kein Stress jetzt. Na, Mörser? Okay, hat nicht so viel gebracht diesmal, oder? So, habt das bald? Dann würde ich ein bisschen schneller fahren, das Fahrzeug. Aber ich will jetzt nicht mal. Aber der Schnellgang kostet ja gar nichts, sehe ich gerade. Okay, dann können wir den öfters benutzen. Na kommt. So. Die Sniper hol ich auch mal kurz raus. Und halt die mal eben schnell. So, währenddessen. Ja, hier ist ja alles erstmal recht safe, so wie es aussieht. Lebt immer noch die Einheit. Macht mal hier hin, bitte. Das ist schlauer. Macht mal Präzisionsschlag. So, mal sehen, ob es was bringt. Währenddessen können wir mal gucken. Kommt immer noch nicht rein, die Sniper. Okay, das geht jetzt nicht. Komisch. Na gut, dann geht wieder rein. Mal ein bisschen gegen hier. Wir könnten dann zumindest noch eine Pack oder so bauen. Panzer geht nicht mehr, da haben wir das Bevölkerungslimit gerade erreicht, aber das wird natürlich nicht die ganze Zeit so bleiben. So, sind drinne, Spitze. Oh, hier sind schon wieder welche. Oh nein, und hier ist die Pack. Das ist ungünstig. Komm mal hier vor, bitte. Wir kommen gerade runtergefahren. Okay, die machen nichts, die Pioniere. Dann hauen wir die fix mit dem Transporter noch weg. Währenddessen bewegen wir uns dann mal hier weiter nach vorne. So, was ist die Pioniere? Die waren hier irgendwo gewesen. Hier. Oh, jetzt kommen die doch hinterher. Das ist ja unverschämt. Okay, jetzt rennen sie weg. Das sind Grenadiere. Also haben wir hier Pioniere und Grenadiere. So, Sniper, bitte schießen. Fahrt mal ein Stück zurück, falls sie eine Granate werfen. Sniper, schießen. Ah, das ist richtig geil. So, hat man. So, fahrt mal hoch hier. Können wir nochmal heilen? Leider nicht gerade. Ach gut, weil der Transporter nicht da ist. Oh, jetzt langsam nervt's aber. Also ganz ehrlich jetzt, na dann Transporter hin, mit dem gehen wir jetzt aber schon mal vor. Nervig. Mal vor. Sniper. Schicken wir mal noch einen Panzer hin. Hier bleibt auch mal hier noch. Wow, was? Haben die jetzt kaputt gemacht? Nee, noch nicht. Oh, da müssen wir echt aufpassen mehr. So, Panzer, was haben wir denn hier als Gegner? Pioniere, Sniper. Okay, Sniper ist down. Spitze. So, und dann machen wir wieder so. So, B. Macht mal hier hin. Ich schieße.
Oh, die sind zu weit weg, hä? Kann man ja ran. So, jetzt aber. Eben ging's doch, irgendwie ging's gerade. So, jetzt muss es halt gehen. Hallo? Hierhin kann er schießen, hier nicht. Warum nicht? Hier geht auch, hier nicht. Machen wir so. Die Mörser schießen die mal. Schießen schon, hä? Ja, aufs Haus sollten die eigentlich nicht ballern, aber gut. Irgendwann werden sie schon treffen. Wir können auch mal mit dem Pack schießen eigentlich. Mit dem muss ich mal noch mehr arbeiten. Machen wir so hier auf. Den Geist bauen wir mal so hier auf. Ach gut, wir sollen erstmal den Punkt hier einnehmen, okay. Jetzt schnicke ich das erst. Ich dachte, das wäre hier schon das Schloss oder die Festung oder so. Aber das kommt wahrscheinlich erst später. So, baut mal auf. So. Gut, die haben hier gute Arbeit geleistet. Den kommt mal von der Seite hier. Ja gut. Minentreffer. Oi, muss man aufpassen. Fahr ich mal lieber hier lang. Dann so. Und dann so. So, ist jetzt hier noch irgendwas? Schick mal den Panzer vor. Also hier haben wir ja schon gute Arbeit geleistet. Hier ist erstmal nichts mehr in diesem Viertel. Da, da. So, MGs auch aufbauen bitte. Okay, dann baut man hier auf. So, die können wir jetzt nämlich sogar so aufbauen, dass wir hier beides abdecken können mit den Deutschen. Das finde ich halt richtig nice. Machen wir so. Was haben wir denn hier? Sniper. Scheiße. Na gut, schießt mal schnell. Ja, okay. So geht's auch. Wenn man den halt einmal gesehen hat, dann ist er halt echt Futter. Boah. Okay, ich muss hier irgendwas stationieren. Das geht so nicht, Leute. Ich schick mal die hierher jetzt. Das wird mir sonst zu nervig. Hier unten sind auch welche. Keinen Schritt zurück, Genossen. Ja gut, die können eigentlich nicht viel machen. Automatisch speichern, okay. So, bitte nicht wundern, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Cut gesetzt. Und zwar ist mir zweimal passiert, dass diese Rotzeinheit hier, diese Pioniere hier dann doch mein Lager kaputt gemacht haben. Es reicht schon, wenn das Gebäude kaputt ist, hier das Feldhauptquartier des Regiments, dann ist die Mission halt gescheitert. Deswegen muss ich jetzt mal hier drauf reagieren. Also wie gesagt, ich wollte erst weiterspielen nach dem ersten Fehlversuch, aber dann ist es halt nochmal passiert und ja, nee, also das ist ja dann langweilig, wenn das mir ständig passiert. Also wie gesagt, kamen einfach Pioniere und haben mir das Ding kaputt gemacht und ich war zwischendurch schon hier gewesen irgendwie, aber ja, wisst ihr Bescheid, was passiert ist? Ich versuche jetzt was gegen zu unternehmen. Es läuft halt so, dass hier immer mal ein Pionier vorbeikommt und Hallo sagt zum Feldhauptquartier mit Sprengsätzen und so weiter. Dann müssen wir jetzt mal doch hier unseren Pionier von hier nehmen, reparieren den Spaß mal. Und ich hau am besten mal noch eine Einheit von denen hier hin, dass wir jetzt zwei hier haben, die das beschützen können. So, und das dürfte eigentlich dann ausreichen, hoffe ich jetzt zumindest. Und dann können wir uns jetzt wieder hier rauf konzentrieren und hier weitermachen. Muss ich natürlich jetzt mal gucken, dass ich den Pionier hier wegbekomme erstmal. Und mal so. Dann gehen wir auch noch mit. So, das dürfte eigentlich schon passen. Seht ihr, weil hier kommen halt immer so mit einem Abstand von einer Minute kommen halt wieder welche. Und wir sollen jetzt den Punkt erobern und den Punkt erobern. Also jetzt hat sich erst die ganze komplette Karte aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe davor. Das probieren wir jetzt hier einfach mal. Also hier war ja nochmal Infanterie gewesen. Und hier war Artillerie irgendwie gewesen, haben sie erzählt. Wir sollen nur zwei Punkte erobern. Ergo, wir können das eigentlich ignorieren hier. Und da waren ja die Panzer. Ja, also schauen wir einfach mal. Und das Bevölkerungslimit hat sich auch gerade ein bisschen erhöht, sehe ich gerade. So, das müsste jetzt reichen hier. Stellen wir die mal hier hin. Ah, die haben ja auch gelbe Deckung, ja dann. Aber wenn ja nur Pioniere kommen, ist es ja eigentlich kein Problem. So, ihr repariert mal. Und wie gesagt, ich hätte es ja, wollte es erst drinnen lassen, den ersten Fehlversuch, aber dann ist es halt dann nach 10 Minuten nochmal passiert, nach 5 Minuten. Dann habe ich gesagt, okay, lässt jetzt einfach raus, ihr wisst ja jetzt, was passiert ist. War jetzt auch nicht so spannend. Dann konzentrieren wir uns jetzt lieber erstmal drauf, dass wir hier die Punkte einnehmen. So, haben wir alles gut belegt, ich glaube. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, gut. Gucken wir mal. Aber wovon ich immer noch begeistert bin, ist wirklich dieses Halbkettentransporterfahrzeug. Das ist richtig nice. Schicken wir erstmal wieder vor. Okay, okay, T. Weg. Da war eine Mine. Verdammte Scheiße. So, drauf jetzt hier. So, ja, sonst so machen wir hier hin. MGs bauen wir erstmal sowieso hier auf, keine Ahnung. Rest darf weiter vor.
Und dann Pionier, wenn er fertig ist, muss dann gleich erstmal das Halbkettentransporter-Dingsbums reparieren. Das sind schon wieder welche, die. Das ist so krass. Die sind auch so dreist. Die ignorieren einfach die Leute und wollen ja trotzdem die Dinger platzieren. Habt ihr ja gerade gesehen. Pioniere bereit. So was Unverschämtes. Na, jetzt repariert das mal voll. So weiter. Pack. Mal weg hier. Dann machen wir mal hier mit Mörsern drauf. Das konzentrierte Feuer am besten wieder. So, Sniper dürfen wir eigentlich auch drauf schießen können, wenn wir irgendwie hier hingehen, hoffe ich zumindest. Und hier ist auch ein Sniper oder was? Ja, Tatsache. Naja gut, das Ding ist jetzt down. Hier haben wir noch Grenadiere. Nehmen wir mal den noch hier, so einen Sniper-Transporter und haben wir den Sniper noch weg hier. Und wie sieht's aus hier? Oh, das dauert ja lange. Also dann muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig hier sein, dass die uns das Auto hier nicht wegschießen. Das wäre scheiße. So ist down. Fangen wir mal von der Seite hier an und lass mal die Grenadiere irgendwie weg. Oh, die Mörser sind gleich down. Scheiße. Ja, komm mal ein Stück vor hier. Ja, weg. Ganz schnell weg. T, schnell jetzt, bitte. Nicht sterben. So. Okay, die ziehen sich zurück. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. So, fahr du mal hier hin. Ja, die MGs lösen da natürlich nicht viel an. Da der grüne Deckung. Das sieht man mal wieder, was das ausmacht, der Spaß. Na los jetzt hier, ihr Pioniere. So, die ziehen sich auch zurück. Ah, die kriegen wir vielleicht sogar noch down. Sehr gut. Weiß nicht, ob das jetzt hier was bringt, der Kampagne. Im Multiplayer bringt das ja immer was, die zu flecken oder wie das auch immer heißt. So, gucken wir mal. Wobei, die will ich eigentlich. Nee. Wir warten jetzt erstmal fix, bis der Pionier fertig ist. Geht mal hier drauf, bitte, Leute. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach ja. Na gut, jetzt. Das war jetzt ein Fehler gewesen. Hier haben wir Grenadiere. Und die Packs, da habe ich mal wieder gar nichts draus gemacht. Die muss ich noch viel mehr einsetzen. Ich verpeile das ständig. Komm mal mit hier. Wir können mal einen mittleren Panzer bauen. Bauen wir noch zwei mittlere Panzer, würde ich sagen. Ja, ich hoffe es auch. So, die können wir erstmal heilen. Wo, was ist denn hier alles? Panzer, komm mal zurück hier. Machen wir so. Ja, hau erstmal die Sniper weg hier bitte, weil dann können wir ja auch die MGs aufstellen. Alter, was ist denn hier los? Übel. Das kommt nicht von uns. Aber sagen, schlägt das schon ein ganz guter Panzer. Dann schieß mal auf die MG. Mal von hier am besten irgendwie. Währenddessen heile ich die anderen alle mal. Ich probier's zumindest. Bauen wir mal auf. Kommen wir alle zu dem Fahrzeug. So. Jetzt müssen wir aber den Panzer wieder aussuchen. Ja, es werden langsam ein bisschen viele. Hier sind auch noch Panzergrenadiere. Mal ein Stück weg. Was haben wir denn hier schon wieder? Oh, die nehmen den Punkt wieder ein. Ey, nehme ich jetzt mal mein Halbkettenfahrzeug. Ich wollte die eigentlich erstmal heilen. Ja, dann machen wir das erstmal. So. Und jetzt warten wir kurz, bis sie geheilt sind. Ist ja ganz schön Multitasking hier gerade erforderlich, wie ich hier sehe. Komm, schieß nächstes einmal drauf. Ja. So, komm mal her hier. Ach, dann nehmen wir einfach mit dem Panzer das jetzt ein hier. Das passt schon. Da können wir ja das ja machen mit dem. Ja, ihr wisst schon, was ich meine hier mit dem. Wo ist denn der? Hier, damit. Mit dem sicheren Modus. Da können wir das ja einnehmen. Das ist doch gute Arbeit hier, der Panzer. Das gefällt mir. Mit dem können wir das auch machen, sehe ich gerade. Aber vielleicht geht das auch nicht im Multiplayer, sondern nur in der Kampagne. Das kann natürlich sein. So, haut die mal noch weg hier. Währenddessen, den sicheren Modus dürfen wir erst anmachen, wenn wir die Einheiten down haben. So, Pionier, bist du jetzt fertig? Ja, reicht. So, jetzt kommen wir wieder vor hier, reparieren mal das Fahrzeug. Währenddessen, die sind ja alle gut geheilt hier. Das sieht erstmal gut aus. So, nehmen wir jetzt mal das Ding hier ein, bitte. Nehmen wir jetzt erstmal das Ding hier ein. Können wir eigentlich so wieder was bauen, wegen Munition und Treibstoff, aber keine Ahnung. So, mach mal. Was ist denn das hier? Reparatur durch Besatzung. Was kostet das? 60 Muni? Nee, das ist mir das nicht wert. Brandartillerie-Sperrfeuer. Effektiv gegen Infanterie. Ja, das können wir dann später vielleicht mal noch verwenden. Was kostet das am Muni? 120, das ist ordentlich. So, ist ja gleich wieder am Start, mit dem wir gerne mal ein bisschen schneller laufen können. So, das ist erstmal wieder halbwegs safe, das gefällt mir. Ich will ja nur fix hier das Fahrzeug eigentlich reparieren. Naja, wir können ja trotzdem schon mal vorgehen hier.
Machen wir das mal. Na her hier. Mit denen nehmen wir mal noch das MG hier ein. So, können wir das zusammenlegen? Nee, leider nicht. Was ich gut finde, ist, wenn man das MG wieder neu einnimmt. Das ist ein MG, na egal. Wieso kann ich das nicht machen? Oh nein, das benötigt Veteran. Ach, scheiß drauf. Obern sieht's. Wir müssen ja nur zwei der drei Markierten jetzt erobern. Gehen wir einfach mal los. So, gucken wir mal, was uns jetzt hier Tolles erwartet. Ja. Kann ich jetzt aber erstmal nichts machen. Dann höchstens mal. Ja, wenn das repariert ist hier, dann machen wir das einfach mit dem Fahrzeug dann. Der ist ja gerade dabei, der Pionier. So, MGs kommt mal vor. Baut mal auf hier irgendwie. Dass wir hier mal wieder ein bisschen was erleben. So, pack's auch noch. Und dann gucken wir es mal. 88 mm Panzerabwehrkanonen abgedeckt. Oh, das ist nicht gut. So, ist es voll? Immer noch nicht. Ja, bleib mal hier. Okay, der Panzer wollte noch was. Oh, das ist jetzt scheiße hier. Schießen die ja irgendwelche drauf? Nee, scheiße. Mal so. Geh mal gut Action gerade. Bauen wir die Packs ordentlich auf hier. Machen wir die eine so hier. So. Eine müsste reichen dafür. Dann machen wir so hier. So, ist auch gleich down dann jetzt. Spitze. So, ist voll. Ich schick's nochmal vorfix, dass wir die heilen können und dann nehmen wir den Punkt wieder ein. Können sich auch die Pioniere nehmen? Ne, das lasse ich mal lieber. Guck mal wieder vor. Pioniere machen wir mal noch Flammenwerfer draus. So, wo sind jetzt hier welche? Können wir irgendwie scouten? Geht leider nicht. Scheiße. Was nehmen wir da jetzt mal am besten zum Scouten? Ich kann natürlich auf gut Glück mal schießen. Ah, hier sind auch welche. Na dann, machen wir erstmal wieder das konzentrierte Feuer. So. So, können wir jetzt alle wieder heilen. Sehr gut, machen wir mal. Ja, der Panzer ist ja super clever. So, den schicken wir mal hierher schon. Okay, der rennt eh weg, wie es aussieht. So, dann haltet euch erstmal alle wieder hoch, bitte. Gut aus. So, gucken wir mal, was die noch haben hier. Okay, zurück am besten. Also, die machen gut damit, die Teile. So, können wir da wieder drauf schießen, bitte? Konzentriertes Feuer. Hiermit auch noch. Ja, dann müssen wir erstmal warten, bis es ready ist. Ah ne, wir können einfach G drücken, ne? Ne, das ist dumm. Gerade mit der Lafette bin ich die ganze Zeit vorne, merke ich gerade erst. Scheiße. Na, jetzt heil die doch mal hoch hier. Ja, da dürfte jetzt erstmal nichts passieren. Aber wir haben das Bevölkerungslimit erreicht, sehe ich gerade. Deswegen können wir die nicht weiter hochheilen. So, und dann nehmen wir den Punkt erstmal wieder mit denen hier ein. Gute Arbeit, Genossen. Ja, das macht doch spitze. Ihr Befehl? Wir haben das Feuer auf unseren angegriffen! Was ist denn hier? Ah, hier ist eine Pack, okay. Na dann, schicken wir mal. Einen Panzer will ich eigentlich nicht hinschicken. Ah, uns fehlt es ein bisschen. Nehmen wir den mal jetzt hier. Keine Ahnung, einer reicht halt nicht. Nehmen wir die MGs mal noch mit. Am besten nur die MGs erstmal. Die schicken wir erstmal hierher. Die schicken wir hierher. Leben die noch? Wo sind die down? Scheint down zu sein. Wie sieht's aus hier? Es ist unterwegs, das Fahrzeug, spitze. Ja, nicht so schlimm. Scheiße. Ist doch nicht so gut hier, was ich hier mache. Okay, dann bauen wir die mal. Muss ich mich konzentrieren. Da kommt mir der Ruckler ganz entgegen. Bauen wir die mal so auf. Die bauen wir so hier auf. Können wir jetzt noch auf uns ballern? Die bauen wir so hier auf. So. Mach mal schnell. Und hier gehen wir hier mal drauf mit dem Rest. Konzentrieren jetzt hier. B. So, ja, passiert. So, die Packs nehmen wir auch mal noch mit. Wobei, wir können mal, ich habe eine Idee, wir machen das Wonders mal so hier auf und dann machen wir erstmal das Haus wieder mit Sperrfeuer. Leben die MGs noch? Okay, die MGs leisten gute Arbeit. So, den Punkt haben wir auch wieder. Dann kommt man wieder hier zurück. Könnt ihr die noch unterstützen am besten? Ah ne, das ist scheiße wegen der Pack. Dann kommt man hierher. Es sind aber auch viele hier, kann man sagen, was man will. So, Sperrfeuer. Lohnt sich das noch? Ja, bestimmt, ne? Ich mach's mal. Nein, können wir leider nicht. Fehlt so eine Muni.
muss getan werden. Ja komm, das liegt ja aber auch so down, das Ding, oder? Was ist denn die Pagma down? Oh, die Panzerabwehrkanone, das ist aber ein Riesenteil, ha? Was, dann baut man so hier. Haben wir schon zwei mittlere Panzer? Okay, das ist übel. Gib mir her hier. So, das Gebäude jetzt langsam. Sehr gut, das Gebäude ist schon mal down. Was muss getan werden? Die sind ja ganz schön eingekerkert gerade. Die müssen wir mal fix unterstützen irgendwie. Nehmen wir mal den Panzer. Schauen wir mal hier hin. Was haben die denn hier noch? Die haben ja noch so einen Pack. Machen wir so hier. Und hier dürfte uns ja nicht erreichen können. So, die auch noch. Geht mal so hier. Die bauen wir mal so hier auf. Die drehen sich gerade. Okay, weg. Du hier hin. Machen wir hier hin am besten. So, baut mal auf. Währenddessen schießen wir mal mit denen hier drauf, mit den Mörsern. Ist ganz schön zu tun hier. Okay, die flüchten, oder? Nee, doch nicht. So, konzentriertes Feuer, bitte. V. So, jetzt hier noch mit B am besten. So. Ich fährst mal vor. Mal sehen, ob das irgendwas bringt jetzt. Ich hoffe es. Ja, die sind auch wieder da. Können das mit dir wegschießen. Ah nee, da reicht uns ja mit der Artillerie. Ah, die muss jetzt mal down sein langsam, als ich alles draufhau gerade. Mach mal Sperrfeuer. Geht wieder nicht, keine Muni. Ist das übel gerade. Scheiße, ist das übel. Ah gut, wir haben ein bisschen Einheit damals zwar verloren, aber jetzt auch nicht so viele. So, das Ding ist down, das ist spitze. Den Punkt haben wir auch eingenommen. Ja, dann hauen wir jetzt alles hier noch drauf. Einfach, auf einmal. Ab geht's. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir die alle heilen können wieder. So viel haben wir ja noch nicht verloren. Das hält sich ja noch in Grenzen. So, gucken wir mal. Die MGs stehen erstmal ganz gut. Ja, die stehen wirklich gut. Ja, der mittlere Panzer geht schon gut ab gegen die hier. Das gefällt mir. So, sind ja alle safe. Ja, heilen wir nochmal. So, du kommst auch mal mit. Und die müssen wir dann auch erstmal reparieren. Ich baue dann erstmal wahrscheinlich einen Pionier noch, oder? Schlecht kann das eigentlich nicht sein, dass es mit dem Reparieren mal ein bisschen schneller geht. So, sehr gut. Jetzt sind wir hier safe erstmal. Ein von zwei Hammer. Wir sind bereit. Ja, das sieht gut aus hier. So, das Fahrzeug. So, kommt jetzt alle mal hierher, bitte. So. Und die Panzer haben wir auch noch nicht alle belegt, hä? Mal so hier. So. Jetzt müssen wir aber alles haben. Die MGs bauen wir trotzdem mal ordentlich auf hier. Nochmal so hier. Ja, wenn jemand ja wahrscheinlich von der Richtung kommt. Von hier kommt es auch, sehe ich gerade. Ja, komm. Stellt euch mal nicht so an hier. Geht doch hin, oder? Da haben wir einen Sniper drin. Okay, wir haben Sniper verloren. Ich mag die Sniper aber. Ich baue mal noch einen. So. So, und jetzt erstmal alles heilen und reparieren. Dann geht's weiter. Einen Punkt müssen wir einnehmen. Den hier oben am besten dann. Die jetzt hier einzunehmen bringt ja nichts. Die können wir ja wieder nicht bewegen. Und die können ja wahrscheinlich nicht über die Häuser schießen, schätze ich mal. Das sind die scheiße positioniert dafür. Schön hier. Infanterie zieht sich zum nächsten Feldkrankenhaus oder Hauptquartier zurück. Okay. Aha, militärisches Feldkrankenhaus, heilen Sie Ihre Trupps, indem Sie in der Nähe des Gebäudes bringen. Alles klar, okay, hier könnten wir die erst auch heilen, wenn wir wollten. So, heilen wir erstmal alles. Ja, nicht so schlimm, das ist mal ein Schreck, aber ist ja halb so wild. So, Pioniere, repariert das mal. Nein, nicht drauf! Und jetzt gehen die raus, oder was? So, ganz ruhig jetzt. Raus. Seid jetzt draußen. Bitte. So, und jetzt, und reparieren. Ab geht's. Die restlichen Einheiten sind ja schon wieder gut voll hier. Ja, die Panzer würde ich gerne nochmal fertig reparieren. Und die Lafette, das habe ich vorhin verpeilt, dass das, so eine, Lafette ist, wie man das auch immer nennt. Und deswegen wurde das ja gut angegriffen hier. Also, die können wir leider gerade nicht hochheilen, geht nicht. Aber auch halb so wild. Das halt nicht schon ganz gut. So. Pioniere bitte nochmal. Jetzt repariert das Ding noch und dann geht's weiter. Können wir auch so schon mal machen jetzt.
Wie, habe ich die Lafette? Ah ne, das ist der leichte Panzer, sehe ich gerade. Ja, dann bleib mal hier. Der kann auch gerade nicht schießen, wie es aussieht. Oder? Kampfmodus ist aktiviert. Ne, ist nicht aktiviert. Alles klar. Na, das war ja super clever. Würde mich interessieren, ob es auch Multiplayer dann geht mit den Panzern, die einnehmen. Das fände ich ja fast ein bisschen zu stark. Also mit den Deutschen geht's, glaube ich, nicht. Ich bin nicht ganz irre. Na los, mach mal ein bisschen hin hier. So, das sieht erstmal ganz gut aus. So, Doppel-Leertaste war wieder. Ne, es ist Doppel-Leertaste. Ah, Backspace, ne? Alles klar. Danke, Leute, für den Tipp. Fällt mir gerade ein, dass mir das in den Comments geschrieben wurde, wenn ich zweimal Backspace drücke, dass ich dann wieder auf die Standardkamera komme. So, jetzt geht's aber weiter hier. Ab geht's. Was ist denn hier für ein Punkt? Ich weiß es nicht. Das MG ist, baut doch mal bitte auf. Komm mal vor. Die stelle ich mal so hier hin erstmal. Kommen die ja nicht durch, oder was? Schauen wir mal. Wie wollen die denn da fahren? Na, fahr da einfach durch. Feinde enthüllt. Ja, da. So, jetzt kommen wir durch. Endlich. Ah, oh, eine Pack. Scheiße. Jetzt zieht euch mal zurück. Hier hin. So, bauen wir MGs auf. So. Und dann mit denen hier einzeln noch drauf. Machen wir mal hier wieder. Und hier. So. Kommt auch zurück erstmal. So, das war's auch schon. Das ging jetzt besser als erwartet. Aber wir haben auch noch eine Feldkanone. Scheiße. Wo ist denn die andere? Steht hier rum. Hol ich mal die hier her, dass ich die auch mal übernehmen mache. Also mit der Feldkanone, die verpeile ich jedes Mal auch ordentlich zu setzen und so weiter. Das ist ärgerlich. Super. Was schießen die denn? Die MG. Okay, na, können wir da die Panzer herholen. Und kommen wir gut klar, wie es aussieht. Haben auch schon höchsten Rang mittlerweile, die Guten. Na komm hier. So, gehen wir weiter vor. Wir müssen abrücken. So weit ist es ja nicht mehr, aber wir müssen ja den Mittelpunkt dann nochmal einnehmen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Oh, da muss man aufpassen hier, Panzerkrenadiere. So, zieh dich mal zurück bitte. Okay, die hauen auch schon ab. Aber gut, dass ich jetzt mehr Pioniere habe. Machen wir die mal wieder auf die 4 hier, die Pioniere. So. So, alle mal weiter vor bitte. Das Fahrzeug bitte auch weiter vor. Pack können wir auch so aufbauen. Wir müssen halt dann nochmal wieder reparieren ein bisschen. Na kommt hier. Schieß mal. Sniper. Okay, die haben auch schon, aber vielleicht können wir die ja noch downen. Können die Sniper nochmal schießen? Ja, sehr gut. So, wie sieht's denn aus? Die stehen jetzt da hier. So, nehmt mal bitte wieder hier die Pack bitte. Mach mal. So geil, wie man im Hintergrund das Knallen hört. Ja. Dann legen wir die gleich mal noch zusammen. So. Das ist immer schön, dass die dann gleich belegt ist schon, wie man es davor gemacht hat. Das gefällt mir. So. Der Pionier. Darf den mal hier reparieren, bitte. Die Lafette haben wir immer noch nicht repariert. Mach das mal. Wir haben schon wieder einen Sniper verloren. Nee. Okay, hier ist er. So, wo ist denn das Fahrzeug? So, hier hin. Erstmal alles hier so belegen, dass die jetzt zu dem Transporter einfach fahren, weil ich habe gerade das Gefühl, dass sie immer wieder falsch hinrennen. So, wie viel hat der noch? Den müssen wir auch mal noch reparieren. Der macht gerade das Ding. So, reparieren wir noch. Dann geht's gleich weiter. Dann geht's gleich weiter. Wir können währenddessen ja schon mal den Punkt hier einnehmen. Das dürfte auf jeden Fall ausreichen, die Leute, die wir da haben. Ja, macht mal. Das ist aber auch das erste Mal, dass man wirklich an ich wollte schon sagen, mehreren Fronten, das kann man nicht wirklich Front nennen. Ah, dass man wirklich da noch ein bisschen mehr Multitasking betreiben muss. Achtung, Gegner, Leute. Ja, gut, das war's dann auch schon. So, mittlerer Panzer. Ja, passt. Dann weiter, würde ich sagen. Also wir müssen den Punkt erstmal noch einnehmen. Na dann sammelt euch erstmal hier, vielleicht können wir ja zwischendurch nochmal heilen. So, jetzt hammern. Na komm. Ja, schieß einfach mal hier mit drauf.
So, kriegt er aber noch down, oder? Sehr gut. Hier, Achtung. Schießt mir drauf. Haben nicht getroffen. War schnell mit dem Sniper drauf. So, jetzt rennen die auch schon weg, oder was? Wir sind einfach zu viele, wie es aussieht. So. Ja, hier müssen wir dann später hin. Müssen wir erstmal den Punkt hier einnehmen. So, versucht mal mit dem Sniper drauf zu schießen. Das sind viele. Kommt jetzt alle mal vor hier. Das ist doch nicht so. So. Parkmann aufbauen. So, die bitte auch noch weg. Mit dem Sniper. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Kommt alle hierher, was Mörser und so angeht. Ja, komm, das läuft doch. So, weiter vor. So, MGs bauen wir jetzt mal. So, hier auf. Vor. Mörser alle hier hin. Dann machen wir es mal hier hin. Ui, der hat da gut jetzt reingehauen gerade. Zieh dich mal zurück, bitte. So, vor. Ja, komm, jetzt schießt immer fix weg hier. Ja, gut, die MGs stehen gleich, dann geht's los. So, jetzt. Dürfte gleich down sein. Ja, jetzt von allen Seiten hier. Sehr nice. So, geh mal hier hin, bitte, dass wir die mal fix heilen können. Den können wir schon mal ein bisschen vorfahren und gucken. Unsere Späher melden Panzerwerfer im Nordosten. Okay. Ja, das haben wir ja schon einige entdeckt davon. So, ihr kommt klar, Leute. Befehle? Ja, sieht gut aus. So, weiter. Ja. Panzer. Packs mehr aufbauen. Oh, so hier. So. Nehmen wir gleich mal die hier noch. Vielleicht können wir konzentriertes Feuer drauf machen irgendwie. Ah, der ist ja eh gleich down. Der lohnt sich ja gar nicht. Ah, den müssen wir dann mal reparieren. Das können wir gleich schon mal machen. Drauf. Den können wir auch gleich mal noch reparieren. Drauf. Hier. Was ist das denn? Hier haben wir noch Mörser. Okay, dann bauen wir die MGs mal noch irgendwie auf. Keine Ahnung. Weiß nicht, was das ist. Mehrfach Raketenwerfer, Panzerwerfer. Okay. Aber da sind wir zu nah dran wahrscheinlich. Da können die nicht auf uns schießen. Kommen wir zumindest gerade so vor. Eieiei, hier ist ja gut was los. So. Weiter vor, bitte. Ah ja, ne, müssen erstmal reparieren, Leute. Das geht vor. Ja, gut, dass ich jetzt hier zwei Pioniere habe, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden angegriffen. Die haben wir nichts mehr rumstehen, ne? Nee. Die haben wir Mörser. Kommen wir mal B hier, so ungefähr war das gewesen. Hier haben wir auch nochmal B, so ungefähr, keine Ahnung. Das ist ja hoffentlich ausreichend von der Reichweite her. So, wie sieht's aus? Muss man auch nochmal reparieren. So, das sieht doch gut aus. So, die müssen wir auch mal anders aufbauen. Machen wir so hier erstmal. Dann machen wir so hier. So, das reicht doch jetzt weiter vor, bitte. Ah, hier ist ein Panzer, Leute. Aber der hat nicht mehr viel. So, Pioniere, die mal noch reparieren. Gleich ist er down. So. Verlassen? Ergo, wir können den jetzt einnehmen, wenn wir wollten. Oh, weg. Weg, weg, weg. Oh, das sind Stalin-Orgeln. Also, es ging zumindest so. Das war übel. Ah, es leben noch alle. Dann schnell mal her mit dem Fahrzeug hier. Ah, da sind welche. Okay, das waren die Teile. Jetzt können sie ja nicht mehr auf uns ballern. Alle drauf hier, bitte. Währenddessen versuchen wir mal, unseren Transporter hinzuschicken, dass wir die wieder hochheilen können. Dann baut er jetzt mal auf hier. Raketensperrfeuer! Einschlagzone räumen! Wo schießen denn jetzt hin? Ich bewege aber eigentlich gerade alles. Außer die Packs. Au, 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 au. Ah, wir haben nichts verloren, glaube ich. So, ist denn der hier nicht bei den Panzern mit drin, ne? Ah, ist er sogar, okay. Ja, jetzt nehmen wir den Punkt hier ein, ist ja kein Akt mehr. So, schießt den mal fix down nach. So, die können wir jetzt ja alle mal heilen. Und sammeln wir uns jetzt mal hier mit allen, aber. Alles hierher. So sieht das mal ganz gut aus. Was haben wir hier noch? So, drauf hier. Jetzt können wir gleich mal die Packs ein bisschen was machen. Ah, sieht gut aus. Bam. War's schon.
Sind das so Panzer? Neutrale Flakpanzer? Ja. Aber ich mag eigentlich meine Kombo gerade. Ich würde die Panzer eigentlich gar nicht einnehmen. Beschuss durch Panzerwerfer! Okay, bewegt das mal. Wo ist denn der? Hier. Okay. Das ist übel. Ja, dann geht nochmal hier drauf schnell. Oh, jetzt haben wir einige MGs verloren. So drauf hier. Die haben nochmal gut reingehauen. Wir können auch wieder weiter Einheiten bauen. Müssen wir da mal schauen. So, den haben wir auch noch gleich weggenommen und mitgenommen hier. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Aufpassen! Eieiei, das sind viele. Boah, hätten wir jetzt Stalin-Orgeln, Alter. Einfach reinballern. Ja, die sehen mal richtig gruselig aus, die Teile. Zeit, das Schloss anzugreifen. Brechen Sie mit der ISU 152 das Tor von Weitem auf. Okay. Von Weitem. Wo ist denn hier das Tor? Hier, was leuchtet? Okay, ich kann gerade erstmal eh nichts machen. Ich würde ja übelst gerne... Bringen Sie je ein an jede Position. Okay, ich verstehe. Und wir müssen die beschützen. Scheiße, na dann müssen wir da erstmal hin wieder. Das ist ja übelst weit weg. Kommen alle her hier. Dann heile ich euch erstmal. Schnell. Boah, das ist ja super assi. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ja. Oh, ich spiele jetzt gleich drauf. In Ordnung. Wir rücken dorthin vor. Tötet den feindlichen Trupp. Wo sind die Guten? Hier. Ich hau die erstmal hier hin, falls ich halber. So, jetzt heile ich erstmal fix alles. Repariere bzw. auch. Das muss man noch reparieren. Der hier ein bisschen. So, halt euch mal. So. Haben wir nur einen Pionier? Okay, scheiße. So. Na gut, so lange wird das auch nicht dauern. Wir können hoffentlich einfach hier durch jetzt rennen. Hoffe ich zumindest. Das wäre zumindest angenehm, wenn das so wäre. So, den wollte ich auch gerne mal reparieren. Pioniere einsatzbereit. Ja, reicht. Macht die mal noch weiter. Hier ist eine Reparatur nötig. Jojojo. Was ist denn hier? Lubliner Schlosstor. Okay, das ist einfach nur, wie viel das dann aushält. Ja, da müssen wir dann gut hier eine Verteidigungslinie aufbauen. Weil die werden halt dann hier mit allem angreifen, was sie haben. Oh, mit Stalin-Orgeln einfach nur bam, 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 bam. Brandartillerie-Sperrfeuer. Wollen wir das mal machen? Angriffszugunterstützung. Die Frage ist, was besser ist. Das ist effektiv gegen Infanterie. Fliegt über das Schlachtfeld. Ich weiß gar nicht, ob wir da drauf schießen können. Wir können es mal ausprobieren. Das würde gehen. Würde auch gehen. Aber das ist gut gegen Infanterie. Ich würde lieber auf mal gucken. Ah, die Panzer, da machen wir halt nicht viel Damage, ne? Denke ich. Ich probiere das einfach mal aus hier. Ach, geht's. Starten Artillerie-Sperrfeuer mit Brandgeschossen. Ich meine, der bewegt sich ja nicht mal weg oder so. Aber da kann ich ja nichts dafür. So, die schicken wir schon mal alle runter. Ja, ein bisschen Damage hat's gemacht, aber es haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Um ehrlich zu sein. So, bewegen die sich alle? Sieht gut aus. Ah, doch, jetzt nachträglich sterben die noch, wie es aussieht. Das ist auch das, was hier diese Artillerie von Deutschen hier von der Wehrmacht kann. Die haben auch so ein Brandzeug. Das hier, wenn man diesen Avatar auswählt und da kann man die Artillerie mal instant ranholen. Ui, jetzt greifen. Scheiße. Haben die das jetzt als Angriff verstanden oder was? Okay. Schicken wir mal hier unser Sniper-Ding hin. Wie jetzt, wie jetzt, wie jetzt? Was ist denn hier los? Alter. Hier alles drauf mal. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Na komm. Aua. Na komm, den habt ihr jetzt zu down schon. Das ist aber keine Verteidigung gerade hier. Ja, die muss ich natürlich jetzt erstmal down machen, logisch. Na komm. Wir können mal wieder heilen, sehr gut. Machen wir mal.
So. Super. So, und jetzt hier sollen wir die Dinger hinbringen, okay. Naja, ich hole sie halt mal her jetzt, keine Ahnung. Hier auch. Ich hoffe, dass die gut durchkommen. Es scheinen ja keine Pioniere mehr zu kommen in unser Lager, ne? Schicken wir die mal noch mit hier. Schütz die mal. Haben wir ja nur noch eine so eine Einheit. Wir hatten noch hier, haben wir auch welche. Okay, sehr gut. So. Wir sind auch noch Gegner. Probieren wir das mal jetzt aus. Keine Ahnung. Ah nee, halt. Das sollten wir lieber mal lassen, weil das sind ja hier Zivilisten. Guck mal, Leute von uns. Naja, da kann ich jetzt ja nichts drauf bomben. Ist ja ein bisschen übel. Ja gut, das passt ja erstmal noch. So, euch muss ich jetzt mal ordentlich aufstellen hier. So, bauen wir das mal so hier auf. Ich weiß nicht, von wo die dann überall kommen, leider. So, MG ist auch. Pack's auch noch, bitte. Ah ja, okay, ich sehe gerade, hier ist ein MG ist. Ja gut, aber das schafft er doch irgendwie, oder? Erstmal so. In der Fette haben wir auch verloren. Das ist das, was wir verloren haben sozusagen. Oder ne, die ist hier. Haben wir also doch noch. Wir könnten auch noch was bauen, aber mittlere Panzer geht leider nicht. Ah, ich überlege, ob ich noch ein MG baue. Na komm hier. So, wollen wir noch ein MG? So ist. Wo sind unsere Leute? Scheiße. Nicht, dass die mir jetzt noch kaputt gehen, die Dinger. Ich hole mal meine Panzer noch zur Unterstützung her. Ja, aber die machen jetzt nicht so viel Damage. Aber dass die da nicht hinterher rennen. Machen wir mal auf die 6. Rennt auch mal schnell hoch noch. So, okay, jetzt sind sie da, Spitze. Einsatz hier aktualisiert. Durchbrechen Sie das Schlosstor, okay? Also einfach jetzt mit den Dingern da drauf ballern. So. Das ist jetzt bescheuert. Fahrt mal zurück hier. So. Da stellen wir die mal wieder ordentlich hin. Einmal so. So, MG hier, was man noch gebaut hat, kann sich mal noch so hier aufstellen. Ich weiß jetzt nicht, von wo die überall kommen. Von da links oben kommt ein Panzer. Okay, dann bauen wir die Pack schon mal ordentlich auf. Wobei, die stehen eigentlich ganz gut. Bauen wir die mal noch so hier. So. Ach, das gehen wir schon hin irgendwie. Panzer noch drauf. Guck mal hier, wie schnell das down geht. So, ist down. Nice. Was ist hier los? Ah, jetzt kommen die auch schon, oder was? Das ist ja beschränkt. So. Ach, das sieht erstmal ganz gut aus hier. Können wir die noch heilen zwischendurch? Können wir sogar. Richtig nice, weil wir hier den Transporter haben. Gefällt mir. Ja, die sind halt jetzt down, aber sind so selbst schuld. Die hätten ja gleich mit dem Panzer mitfahren können. Okay, das sieht erstmal auch gut aus. Die der Fette, weiß ich nicht. Können wir gerade nicht verwenden. Das gehen wir schon hin. Das gehen wir schon hin jetzt. Oh, ist ein MG down. Hol mal halt nochmal welche her, keine Ahnung. Auch von der Positionierung her sieht das erstmal alles okay aus. Können wir, denke ich, erstmal so lassen. Ja, da können wir übrigens mal mit der Lafette und so drauf schießen. Mach mal so. So. Damit wir auch alles ausnutzen, was wir haben. Die lasse ich aber mal noch hier, die Panzerabwehrkanonen, weil die kommen ja die ganze Zeit von hier, die Panzer. Die stehen spitze eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich wiederhole mich zwar, aber sieht gut aus. Das Tor ist auch gleich kaputt. Wir haben ja bisher noch gar nichts verloren. Genosse Oberst, die Gefangenen im Schloss wurden von den Deutschen getötet. Aber es gibt in der Nähe ein Lager, in dem noch mehr von unseren Männern festgehalten werden. Okay. Majdanek. Scheiße.
So, also wieder mal eine Mission hinter uns, die mal wieder einen sehr faden Beigeschmack hinterlässt, aber okay, wir haben es geschafft. War auf jeden Fall abwechslungsreich gewesen und ja, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder am Start seid. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Leute. Tschö. Mit Ö. Haut rein.